So, ich habe jetzt jemanden hier vom Team vom eArt Dome direkt bei mir mit einer kleinen Vorstellung. Ja, ich bin Annette Wolfsberger, ich arbeite für Virtuelle Plattform. Virtuelle Plattform ist das Expertisezentrum für E-Kultur in den Niederlanden. Und, ich bin Projektmanagerin dort. Und was wir jetzt gerade machen, vor dem Dom, vor dem ich stehe, das ist der eArt Dome. Wir sind hier bei der Westgrasfabrik und bei Picnic. Picnic ist eine große Creative Industries Messe. Und was wir hier machen, ist einen Querschnitt zeigen aus der holländischen E-Kulturszene. Und dafür haben wir 10 Media Labs aus Holland eingeladen. Und 4 internationale Partner, mit denen wir öfter zusammenarbeiten. Worum es geht, ist vor allem einen Querschnitt zu geben und eine Übersicht zu geben von Labs, die normalerweise hier nicht so sichtbar sind. Es gibt in Holland eine unglaublich dichte Szene an Medienkunst, Medienkünstlern und Organisationen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und trotzdem, es gibt so eine erste Generation, die sehr bekannt ist, Wach, W2, Mediamatic. Und das hier sind eigentlich teilweise kleinere Aktionen, Organisationen. Wirklich eine breite Vielfalt eigentlich, die wir hier sehen lassen. Und im eArt Dome geht es dann vor allem um 3 Themen, Online Lives, Mobilities und Ökologie. Das sind 3 Themenstellen, die meine Kollegin Annette Decker mit den Organisationen diskutiert hat und die uns hier am meisten relevanten erscheinen momentan. Ich bin total überrascht über dieses Thema. Ich weiß nicht, ob du dich so in der Szene in Deutschland auskennst, da ist Kultur 2.0, nenne ich es mal, E-Art, eigentlich ein Begriff, der erst gerade langsam hervorkommt, langsam diskutiert und dann meistens im Bereich, wie kann ich Kunst über das Medium Internet promoten, als PR. Ja. Ihr denkt da ganz anders drüber. Ihr seht das Internet als Medium der Kunst. Ja. Das stimmt. Worüber es geht eigentlich, ist Technologien und neue Technologien zu verwenden als Werkzeug eigentlich für als Tools für Kunstprojekte. Und es geht nicht wirklich um die Technologie als Thema an sich, sondern einfach, was man mit dieser Technologie machen kann. Und in diesem Sinne ist es natürlich, neu ist immer so eine Frage, aber geht es um Kunst, die nicht unbedingt kaufbar ist, es geht vielmehr um soziale Prozesse, um Inhalte. Also es geht in diesem Sinn, und das ist auch gerade, was wir extra an Picnic hinzufügen, nicht um PR, um Marketing, sondern um, um Kunstprojekte, die gerade mit dem in dem Bereich arbeiten. Sollen wir mal kurz reingehen? Wir gehen mal rein. Das ist ja hier heute, ging ja zu gestern schon wesentlich mehr los. Ja. Bei euch ist echt nur ein kleiner Ruhepool, bis gleich nachher die Veranstaltung losgeht. Packen wir uns mal ein paar Projekte raus. Erstmal mal ganz kurze Frage. Ja. Wie ist die Interaktion mit den Menschen? Geht das übers Internet oder über direkte Kommunikation vor dem Kunstwerk? Das geht eigentlich um beides. Ein paar Projekte sind noch Websites. Das heißt, die werden hier präsentiert und ins Rampenlicht gerückt, aber die kann man sich daheim genauso gut anschauen. Und bei ein paar Projekten geht es echt um Teilnahme. Es geht also nicht nur um Interaktion in dem Sinne, es geht auch um Interaktion daheim. Dann gucken wir uns mal zwei, drei... Dann gucken wir uns mal zwei, drei. Ich habe jetzt gerade mal einen kurzen Rundgang gemacht, heute ist es ziemlich verrückt hier dabei. Ne? Ja. Wie stellst du die Entwicklung eigentlich von E-Art, von Kultur 2.0 an die Zukunft vor?
Ich denke, warum es eigentlich geht, ist, dass man darüber nachdenkt, das tun viele Projekte, auch wie unsere Lebenswelt sich verändert durch Internet, durch Online-Leben und durch Mobilität. Und ich denke, das kommt in all diesen Projekten auch zum Vorschein. Es war eine Phase, wo es viel mehr um Technologie ging, jetzt geht es enorm um Inhalte. Und eigentlich ein Durchbrechen von tradierten Vorstellungen, wie man mit Kunst umgeht, wer ein Publikum ist, wer ein Benutzer ist und wie man Leute einbezieht, Menschen einbezieht, wie man Rollen verändern kann und wie Projekte eigentlich auch noch eine Dimension kriegen, die sie bis jetzt, die sie früher nicht haben konnten. Glaubst du, dass das die Möglichkeit ist, auch mehr Menschen für Kunst zu begeistern? Ja, das war eigentlich das Nächste, was ich sagen wollte. Vieles, was man hier sieht, kann man eigentlich auch beinahe als Popkultur beschreiben, würde ich sagen. Und das ist natürlich die Größe von E-Kultur in dem Sinne. Es ist nicht immer, aber sehr oft auch sehr zugänglich. Und nicht nur zugänglich, sondern es hat einfach auch unheimlich viel Relevanz im täglichen Leben. Es ist natürlich einfacher, wenn man mit Projekten arbeitet, wo es zum Beispiel um Mobilität geht und dadurch um Tools und Gegenstände wie mobile Kameras, die man im täglichen Gebrauch schon kennt. Also ich würde sagen, es hat ein unheimliches Potenzial als Populärkultur. Und in dem Sinne überbrückt es auch ganz oft die verschiedenen Stadien von hoch zu Niedrigkultur. Annette, ich entlasse dich jetzt, weil hier ist der Bär los. Ich danke dir recht herzlich. Gerne. Und ich hoffe, bleib in Kontakt.